Das Videospiel Street Fighter beinhaltet im Prinzip schon die Grundidee zu den ersten Ultimate Fighting Veranstaltungen. Als es rauskam, dachten wir, Mann, das ist ja total abgefahren. Da geht's genauso zur Sache wie in Bloodsport. Das gleiche dachte ich bei den ersten UFC-Kämpfen. Das war Bloodsport total. Aber nirgendwo tauchte dieser Frank Dux auf. Er ist eine von diesen Legenden, bei denen man sich fragt, gibt's den Kerl wirklich? Ich habe mich gefragt, warum man ihn nur aus Bloodsport kannte und sonst nichts von ihm hörte. Würde er bei UFC untergehen, weil er zu der Zeit schon ein Tatterkreis war? Oder ging ihm einfach nur der Arsch auf Grundeis? Was treibt dieser Frank Dux? Ein Flugkick, 2 Meter hoch in der Luft. Eine geheime Arena und ein tödlicher Wettkampf. Ein amerikanischer Ninja in Hongkong. Er jagt einem Traum und seine eigene Regierung ihm hinterher. Für die einen ist er ein Scharlatan, für die anderen ein Superman. Der Film Bloodsport erzählt angeblich die wahre Geschichte seines Lebens. Frank Dux war der erste Amerikaner, der das Committee gewann, einen tödlichen Wettkampf, bei dem es nur eine Regel gibt: gewinnen um jeden Preis. Ich bin Frank William Dux. Der Martial-Arts-Klassiker Bloodsport zeigt sein Leben. Er wurde zigmal für seinen Beitrag zum praktischen Polizeidienst ausgezeichnet, in die Police Hall of Fame aufgenommen und vom Order of St. Michael zum Ritter geschlagen. Er ist weltweit anerkannt als Mitbegründer der Military Fighting Doctrine. Er hält 16 Weltrekorde, von denen viele auch mehr als ein Vierteljahrhundert später noch Gültigkeit haben. Seinen letzten stellte er im April 1993 beim International Martial Arts Festival im Stadion Paris-Bercy auf. Als er es nach 13-jähriger Auszeit als erster und einziger Mensch schaffte, kugelsicheres Glas zu zerschlagen. Zudem ist unser Großmeister Mitglied der International Martial Arts Hall of Fame. Ein Applaus für Frank Dux! Hier befinde ich mich gerade auf dem Weg zu Vic, dem Mann, der mir bei meiner ersten Trainingsstunde so derbe eins auf die 12 gab, dass ich dachte, es wäre eine 13. Es dauerte eine ganze Weile, bis meine zarten Beißerchen aufhörten, ständig den Schisshasenbeat zu hämmern, wenn ich an ihn dachte. Bei unserer nächsten Begegnung sah die Sache schon anders aus. Guter alter Vic. Du hast nichts verlernt. Ich hab dich vermisst. Ohne diesen Kerl hier wäre ich ein Furz im Wind. Er hat es allen gezeigt. Bill Wallace, Mike Stone, Chuck Norris. Und Mike Foster. Skipper Mullins. Oh ja. Er gab selbst einem kleinen Windelkiller wie mir eine Chance. Da war ich 13. Und noch eine mit 17. Er hat das Weichei hart gekocht. Damals hatte ich einige junge, talentierte Fighter unter meinen Fittichen. War eine gute Zeit. Frank Dux war einer von ihnen. Anfangs habe ich ihn richtig durch den Fleischwolf gedreht und ihm gesagt, er solle lieber zu Hause mit Batman und Robin-Puppen spielen. Ein Jahr später stand er wieder auf der Matte und hatte sich echt was drauf geschafft. Sowas imponiert mir. Ich war geboren... The son of two immigrants,
Ich bin der Sohn zweier Einwanderer, Margaret und Alfred Dukes. Sie mussten viel durchmachen in ihrem Leben, aber mir schenkten sie eine gesegnete Kindheit. Meine Mutter hatte den Holocaust in Ungarn überlebt und brachte mir bei, wie man harte Zeiten übersteht. Mein Vater floh aus Österreich nach Palästina und trat der jüdischen Brigade bei. Zuletzt arbeitete er in der Sicherheitsbranche. Zuerst kämpfte er gegen die Briten und dann für sie. Sie landeten schließlich in Kanada, wo ich geboren wurde. Im Januar 1964 kamen wir in die USA. Eins vergesse ich nie. An dem Tag, als mir meine Mutter sagte, dass wir in die USA gehen, setzte sie mich vor die Glotze und sagte, das erwartet dich dort, Frankie, sieh mal, was für einen netten Präsidenten die haben. Nun ja, ganz so hart kam es für mich zum Glück nicht. Denn genau in dem Moment wurde John F. Kennedy erschossen. Damals dachte ich, wie bitte? Ich soll in die USA gehen, um mich abknallen zu lassen wie der Präsident? Zu dieser Zeit habe ich mir James-Bond-Filme reingezogen, vor allem die mit Sean Connery. Der Kerl hat mich mächtig beeindruckt. Als kleiner Junge fährt man halt auf Typen ab, die jede Frau haben können, geile Schlitten fahren, spannende Abenteuer erleben und die vor allem nie den Löffel abgeben. Außerdem konnte er mit seinen Fähigkeiten anderen Menschen helfen. Ich wollte genauso werden und mich nicht einfach wegpusten lassen wie Kennedy. Also musste ich Selbstverteidigung erlernen. In einem Buch über James Bond stand, dass er Jiu-Jitsu drauf hatte. Das weckte mein Interesse an Martial Arts. Ich erinnere mich an einen Jungen namens David Pomeranz, der beim Zeitungsaustragen immer von anderen Kindern mit Orangen beschmissen wurde. Ich fand mich damals selbst zum Kotzen, weil ich ein Weichei war. Ich sah nur zu und tat nichts, um ihm zu helfen. Etwas später, ich war etwa 14, hing ich immer mit einer Clique von 8 Leuten rum. Und in unserer Nachbarschaft gab es so 30, 40 von diesen verwöhnten Rotzlöffeln mit reichen Eltern, die auf hart machten, weil Daddy ihnen ein Schnappmesser geschenkt hatte. Deshalb ging Dave Pomeranz irgendwann los und klaute aus einem Eisenwarenladen neben der Junior High School ein paar Baustahlstäbe und sägte sie auf Ellenbogenlänge zurecht, so dass sie in unsere Hemdsärmel passten. So etwa bis hierhin. Eines Tages kamen diese Bengel dann auf uns zu und Ricky Miller hielt uns so einen Riesenzachel vor die Nase, mit dem man Elefanten in Scheiben schneiden kann. Und wir zückten einfach nur unsere Eisenstäbe. Mann, die hatten die Hosen so voll, dass sie kaum noch wegrennen konnten. Kurz danach tauchte Ricky Millers Mutter bei uns auf und schrie meine Mutter an, was für ein verdammter Killer ich doch wäre. Wenn ich ihm sagte, tu das nicht, dann tat er's. Er wusste schon als Kind, was er wollte. Als Kind war ich ein Jammerlappen. Bis ich 13 war, brauchte man nur Buh zu machen und ich plärrte los wie ein Baby. Irgendwann legte sich in meinem Kopf ein Schalter um und vorbei war es mit dem Sensibelchen. Ab da ging es mir völlig am Arsch vorbei, was andere dachten. Ich zog mein eigenes Ding durch und kapierte, was es heißt, ein Krieger zu sein. Durch das, was ich und andere ihm im Ring abverlangt haben, wurde aus ihm einer der besten Kämpfer der Welt. Mit 12,5 hatte Frank null Selbstvertrauen, aber er wollte der Beste werden. Dann begegnete er Tanaka, einem Ex-Committee-Champion. In einer Beziehung, die die Grenzen von Kultur und Geschichte sprengte, verriet ihm Tanaka die uralten Geheimnisse der Ninjas. Im Training machte Tanaka mich richtig fertig. Er quälte mich, indem er mich von seinem kleinen Neffen zur Frühlingsrolle verarbeiten ließ. Aber er war echt, und das faszinierte mich. Er war ein wahrer Ninja, der Charakter, auf den Ian Fleming die Figur von Tiger Tanaka in Man lebt nur zweimal aufgebaut hatte. Zu meinem Glück galt das San Fernando Valley zu diesem Zeitpunkt als das Tal der Champions. Ein Stück die Straße rauf befand sich Bill Ryusakis Schule. Ich weiß nicht, ob man es von hier aus sehen kann, aber genau da unten an der Ecke war John Leonis Kaji Kenpo. Und da Bill Ryusakis Ryo Dojo School.
Es gab eine Taekwondo-Schule und mehrere Kung-Fu-Schulen. Die besten, die man sich wünschen konnte. Man konnte als Kind mit dem Bus, notfalls auch zu Fuß dahin kommen. Zum Masohan Hapkido in Santa Monica zum Beispiel. Ich hatte Glück, zu dieser Zeit aufzuwachsen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Dad bei Ryusaki war und wie enttäuscht wieder abzogen, weil er mir die Stunden bei ihm nicht bezahlen konnte. Ich habe dann einfach vor seinem Dojo sauber gemacht und dafür hat er mir dann netterweise Martial Arts Moves beigebracht. Das, was seine Klasse drinnen übte, trainierte ich auf dem Bürgersteig. Die Kids waren so beschäftigt, dass sie es gar nicht bemerkt haben. Das alles gehörte zu seiner Schule. Hier war der Eingang. Sieht aus, als wäre sie immer noch hier. Ist jetzt eine Kenpo-Schule. Das erste Mal erzählte mir Tanaka vom Kumite, nachdem er mich mal wieder windelweich geprügelt hatte. Er nahm das als Einleitung, um mich in die Geschichte des Kumite einzuweihen. Das Kumite wurde zuerst von der Korukai benutzt, der Bruderschaft des Schwarzen Drachens, um die Geschicklichkeit und den Kampfgeist ihrer Mitglieder zu messen. Alle 5 Jahre standen sich die besten Kämpfer im Vollkontakt gegenüber. Es gab nur einen Sieger. Er wurde der Champion, der wahre Meister. Alle Zeichen standen gegen Frank. Man wettete auf die anderen Teilnehmer. Es waren alles Asiaten. Zu der Zeit hatte Frank 15 bis 17 Kämpfe pro Tag bestritten, geradezu unmenschlich viel. Er sagte sich, wenn ich nur einen von ihnen mit einem Schlag treffe, und zwar so, dass es ihn von den Füßen haut, dann gewinne ich durch K.O. Meine Kampfphilosophie war es, auf den richtigen Moment zu warten, in dem mein Gegner verletzbar war, und dann so schnell und hart zuzuschlagen, dass ich den Ring aufrecht verlasse und nicht er. Und plötzlich, wenn es sein musste, explodierte er. Innerhalb einer Sekunde war alles vorbei. Es waren die reinsten Blitzkämpfe. Punkt. Ich schlug zu, schnellte zurück und erzeugte dabei möglichst viel Bewegungsenergie. Ich hatte bestimmte Körperstellen im Visier. Egal, was mein Gegner tat, ich wusste, wie schnell und auf welche Art ich diese Stellen am besten treffen konnte. Ich war nie der Typ, der denkt, warum nur ein Sixpack, wenn ich gleich ein ganzes Fass haben kann. So bin ich nicht drauf. Hörst du die Melodie? Der Eismann ist da. Der Eismann ist da? Ja, der hat bestimmt eine Menge Sixpacks auf dem Gewissen. Von denen, die es in sich reinschaufeln. Hast du Bock auf ein Eis? Bock auf ein Eis? Klar, hab ich. Machen wir eine Pause. Ich hatte das Glück, während meiner Kumite-Laufbahn durch die Welt reisen und den größten Meistern begegnen zu können. Viele von ihnen sind Hüter der Geheimnisse über die Körperheilung. Als erstes begegnete ich in den 80ern den Shaolin-Mönchen, von denen ich damals gar nicht wusste, dass es Mönche waren. Mit der Zeit entwickelte ich eine Beziehung zu ihrer Gemeinschaft. Wie geht's? Lange nicht gesehen. Ganbei. Dieser Mann ist ein Qigong-Meister. Das ist er. Die Shaolin hüten jahrhundertealtes Wissen. Sie brachten mir zum Beispiel durch Qigong bei, wie man mit Hilfe von Energie heilen kann. Seit seiner Kindheit leidet der 16-jährige Les Toad an schwerer zerebraler Kinderlähmung.
Als ich Les das erste Mal sah, war sein Zustand noch schlimmer, als man mir beschrieben hatte. Aber für mich war das eine Herausforderung. Er sah sich die Beine von Les an, prüfte ihre Beweglichkeit und sagte zu ihm, dass er bald wieder aus eigener Kraft laufen könne. Weder er noch seine Mutter glaubten daran, aber ich tat es. Beim Trainieren von Les Beinen wendete ich eine uralte Technik namens Shuaka an. Das ist eine Art Massage, die die Nerven stimulieren soll, damit diese wiederum die Muskeln stimulieren. Zum ersten Mal in seinem Leben würde Les versuchen zu laufen. Durch das intensive dreimonatige Training von Kraft und Ausdauer hatte Les auch eine Menge Mut geschöpft. Die Ninja. Ein Ninja versucht, das Potenzial seiner Sinne besser auszuschöpfen. Er geht einen Schritt weiter. Hier versuchen wir, den Hörsinn zu schärfen, wie ein Blinder, uns mit verbundenen Augen zu kämpfen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und am schlimmsten ist unsere Faulheit. Darum verpassen wir es, unsere Sinne zu schärfen. Er sagte, halt das Brett fest. Ich nahm es, er holte einmal tief Luft und wumm. Er war in der Lage, mir aus 3 Metern Entfernung eine Münze aus der ausgestreckten Hand zu reißen, bevor ich die Hand schließen konnte. Der Kerl war einfach schnell wie der Blitz. Es war faszinierend, welches Charisma Frank auf die Gruppe ausstrahlte. Sie taten alles, was er sagte. Sie verehrten ihn. Und das waren keine Kinder, sondern Erwachsene, die in allen möglichen Lebensbereichen erfolgreich waren. Sie vergötterten ihn. Und es ist wirklich ein tolles Gefühl, dabei gewesen zu sein. Die Ninjas sind berühmt für ihren Todesschlag. Sie können jemanden so treffen, dass es keine Spuren hinterlässt, der Getroffene aber trotzdem daran stirbt. Klingt nach einem James Bond-Film. Die Ninjas sind die japanischen James Bonds. Was ist das, was Sie da drauflegen? Das sind einfache Fliesen. Sie brechen sehr leicht, aber sie werden bei diesem Schlag unversehrt bleiben. Ich werde den unteren Stein durchschlagen, nicht aber den oberen. Nur den unteren? Nur den unteren. Also dann, Frank? Sie werden also diesen hier durchschlagen, nicht die, die drauflegen. Richtig, obwohl diese hier viel leichter brechen. Werden die durch die Gegend fliegen? Nein, die fallen runter. Ready? Oh. Meine Güte, sehen Sie nur, Ladies and Gentlemen, diese beiden sind nicht gebrochen. Ninjutsu ist eine jahrhundertealte Philosophie und Lebensweise. Sie war jedoch weitgehend unbekannt, bis Hollywood entdeckte, dass Ninjutsu die Massen in die Kinos lockte. Jetzt erscheint ein Film nach dem anderen und das Interesse an Ninjutsu nimmt mittlerweile gewaltige Ausmaße an. Geist und Körperbeherrschung eines Ninjas sind schärfer als eine Klinge. Schulen schießen aus dem Boden und werden von Menschen jeden Alters und Geschlechts besucht. Die meisten kennen mich aus dem Film Bloodsport. Wenn Sie bei Bewaffneten oder Spezialeinheiten sind, dürften Sie mit meiner Arbeitsweise vertraut sein. Wenn jemand versucht, mich zu schlagen, probiere ich mit minimaler Bewegung in die beste Position zu kommen. Man kann ihm an den Eiern reißen, ihm auf den Hinterkopf schlagen oder von hier auf die Augen oder gegen die Kehle. Es gibt 1 Million Möglichkeiten. Kommen wir zum Unterschied zwischen westlicher und östlicher Kampfphilosophie. Die westliche beruht auf Zermürbungstaktik wie beim Schach. Die östliche beruht auf dem Spiel Go, den Gegner mit geringstem Aufwand in Schach zu halten. Mein System FAST basiert auf Konzentration, Aktion, Körperbeherrschung, Strategie und Taktik.
Mit den Dingen, die ich gelernt und den Techniken, die ich entwickelt habe, kann ich der US Navy SEALs und Antiterroreinheiten auf der ganzen Welt helfen, im Nahkampf zu bestehen. Ich betrachte euch als riesigen Winkel, klar? Was tue ich? Ich bewege mich sofort aus ihm raus. Dadurch bin ich mit ihm auf einer Linie und er ist den anderen im Weg. Nun kämpfe ich nur noch gegen einen, nicht gegen vier Leute. Versteht ihr? Aber Vorsicht, wenn mich jemand angreift, neige ich dazu, wieder hier reinzugehen. Und was erwartet mich? Mein Triangle of Force ist genau hier. Aber wenn es hier ist, was würde ich dann treffen? Ich habe eine Menge gelernt über das Triangle of Force und die richtigen Moves. Es ist toll, von einer lebenden Legende zu lernen. Wir machen Jiu-Jitsu und Mixed Martial Arts. Es hilft mir, den Schwerpunkt zu verlagern und den Triangle of Force zu meiden. Seine Tipps sind praxisorientiert und machen Sinn. Das ist mein persönliches Konzept, das ich selbst im Ring entwickelt habe. Nichts Erlerntes, keine traditionelle Kampfkunst. Ihr könnt jederzeit Kontakt zu mir aufnehmen. Ich habe immer ein offenes Ohr für euch. Seine militärische Laufbahn begann beim Marine Corps und verlief recht gut. Soweit ich weiß, wurde er mit Spezialaufgaben betraut. Da wir alle einen Eid geleistet haben, kann ich leider keine Details verraten. Sicherheitsgründe spielen dabei natürlich auch eine Rolle. Jedenfalls hat er bei diesen Operationen auch mit anderen Regierungsstellen zusammengearbeitet. Heute Abend in Los Angeles, Frank Dux. Als Martial Arts Experte gelangte er zu Weltruhm. Er arbeitete unter dem damaligen Direktor Bill Casey als Geheimagent für die CIA. Er sagt, er sei an der Bekämpfung des Terrorismus auf der ganzen Welt beteiligt gewesen. Mr. Dux ist der Autor des Buches The Secret Man, An American Warrior's Uncensored Story. Ich denke, es ist verdammt naiv zu glauben, dass diese Terrororganisationen keine eigenen Spionagedienste hätten, keine Informationen sammeln und keine Anschläge planen würden, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Seine Biografie trägt den Titel Der Mann vom Geheimdienst. Hier kommt der wahre James Bond, Frank Dux. Und da ist er mit einem Bond-Girl. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich glaube, er braucht jetzt ein Martini à la Bond. Geschüttelt, nicht gerührt, serviert von einem Bond-Girl. Genießen Sie ihn. Also, ein richtiger. Wiedersehen. Ein echter Bond. Sie müssen ein verdammt aufregendes Leben haben. Es war sehr abenteuerlich, ja. Wie haben Sie Ihr Leben bewältigt? Man lebt hinter einem Schleier, denn es ist verdammt gefährlich. Heute kann man Scherze darüber machen, aber eine falsche Entscheidung hätte nicht nur mir, sondern meiner ganzen Familie das Leben kosten können. Wie können Sie im Fernsehen verraten, dass Sie ein Spion sind? Gute Frage. Das Leben eines Spions ist geheim. Niemand weiß etwas über ihn. Was soll das? Lassen Sie mich mit meinem Buch anfangen. Ich lag im Sterben, als ich es schrieb, und dachte, ich würde sein Erscheinen nicht mehr erleben. Jetzt ist es aber doch so, und mein Verleger, der sehr viel darin investiert hat, will, dass ich dafür Promotion mache. Ich bin ein ehemaliger Geheimagent. Ich hatte die Ehre, sowohl für die US-Regierung arbeiten zu dürfen, als auch den Sowjets bei der Wiederbeschaffung biologischer Waffen helfen zu können. Mein Name ist Frank Dux, alias Fedor Dukhovny. Ich kam in den frühen 80ern in dieses Land auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Ich wurde von Andropov und William Casey, dem Direktor der CIA, hierher gebeten. Meine Mission war es, dem Spetsnaz, einer Spezialeinheit des KGB, zu helfen.
Wir wurden mit der Aufgabe betraut, gestohlene biologische Waffen wieder zu beschaffen. Dieses hochgefährliche Zeug stammte aus dem Komplex Nummer 19 in Sverdlovsk im Ural, wo es auch entwickelt wurde. Ich bin Offizier einer russischen Spezialeinheit und verberge meine Identität hinter einer Maske, um meine Familie zu schützen. Das erste Mal hörte ich von Fedor Duchovny in den frühen 80ern, als ich den Befehl hatte, mit einer amerikanischen Spezialeinheit zusammenzuarbeiten. Da begegnete ich ihm zum ersten Mal. Zuerst hielt ich das für einen Scherz, weil er noch so jung aussah. Aber nachdem ich begonnen hatte, mit Frank zu arbeiten, merkte ich, dass er kompetent und sehr hilfreich bei dieser Operation war. Wir hatten einen Hinweis erhalten, dass biologische Waffen gestohlen worden waren. Aus einer ukrainischen Stadt namens Sverdlovsk. Das liegt im Uralgebirge. Und wir sollten den Wahrheitsgehalt dieses Hinweises überprüfen. Frank war dazu in der Lage, herauszufinden, wer überhaupt die Möglichkeiten hatte, biologische Waffen zu stehlen. Dazu nutzte er die Kontakte, die er während seiner Kämpfe auf der ganzen Welt geknüpft hatte. Fedor Duchovny war der einzige amerikanische Agent, mit dem wir während des Kalten Krieges zusammengearbeitet haben. In Anbetracht der Umstände musste Fedor ein Spezialist mit außergewöhnlichen Fähigkeiten sein. Ich hielt ihn für einen Agenten aus dem Ausland, denn unsere eigenen Agenten wurden, wenn es sich um eine streng geheime Angelegenheit handelte, Ivan genannt und nicht Fedor. Dieser Mann musste ein Übermensch sein, jemand mit unvergleichlicher körperlicher und mentaler Stärke, mit Charakter und Entschlossenheit. Ein Mann eben, der im Gegensatz zu einem normalen Durchschnittsmenschen dazu in der Lage war, so eine Mission durchzuführen. Dieser Agent musste quasi ein Superman sein, um damit fertig werden zu können. Es stand viel zu viel auf dem Spiel. Diese Aufgabe war einfach viel zu wichtig. Nicht nur für eine einzelne Regierung, sondern für die gesamte Welt. Leute, die wie ich in dieser Branche arbeiten, werden von zwei Dingen angetrieben. Zum einen von Hass. Er hält sie am Leben und macht es ihnen leicht zu töten. Man kann sie durchaus als Killermaschinen bezeichnen. Zum anderen Leute wie mich, die alles von einem nüchternen, logischen Standpunkt aus sehen und die erkennen, dass sie keine andere Wahl haben. Sie sind also Frank Dux? Nein, nein, es heißt Dux. Verstehe, Sie sind der berühmte Kampfsportler. Da war dieser junge Typ, Sheldon Lettich. Er kam vom American Film Institute. Wir waren Freunde. Wir haben uns damals wirklich sehr gut verstanden. Eines Tages, während wir so durch die Gegend fuhren, erzählte er mir von diesem geheimen Martial-Arts-Turnier namens Kumite. Er hatte ein paar Mal daran teilgenommen. Insider nannten dieses Event auch Bloodsport. Bei mir klingelte es sofort und ich sagte, das sei ein klasse Titel für einen Film. Überhaupt dachte ich, dass das ganze Konzept von diesem Martial-Arts-Wettkampf, dem Kumite, eine coole Idee für einen Film darstellen würde. Sheldon träumte von einer Karriere in Hollywood. Er war Vietnam-Veteran.
Ich wollte unbedingt einen Film namens Firefight drehen, den ich selbst geschrieben hatte. Sheldon wollte beweisen, dass er ein Projekt als Schreiber und Regisseur auf die Beine stellen konnte. Der Film handelte von einer Marine-Infanteriedivision. Frank wollte mir dabei helfen und sogar ein bisschen Geld spenden, wenn er eine der Hauptrollen spielen dürfe. Macht schon! Jagt diese verdammten Japse zur Hölle! Stockdale will wissen, ob die Landezone gesichert ist. Ja, verdammt nochmal! Besteht die Gesicherung der Landezone! Mark Dissell arbeitete im gleichen Studio wie Sheldon. Nebenan produzierte Mark Dissell gerade einen Pornofilm. Er kam zu mir rüber, lud mich zum Essen ein und wollte wissen, ob ich bereit wäre, ihm für kleines Geld einen Film zu schreiben. Der Titel seines Scripts lautete Kickboxer. Ich fand die Idee schlecht, aber was mich daran reizte, war, dass es sich um einen Martial-Arts-Film handelte. Also sagte ich ihm, ich habe da eine bessere Idee, ein Film mit dem Titel Bloodsport. Er basiert auf der wahren Geschichte eines Typen namens Frank Dukes. Zum Beweis für das Committee zeigte ich Dissell einige Videos, auch mit Kämpfen von mir. Danach begann ich mit dem Drehbuch. Als nächstes stellte sich die Frage, wer die Hauptrolle spielen, wer Frank verkörpern könnte. Dann rief mich Sheldon eines Tages an und meinte, du musst dir unbedingt Karate Tiger angucken. Du wirst es nicht glauben, aber wir haben unseren Hauptdarsteller gefunden. Er ist nicht nur wie du, er sieht auch genauso aus wie du. Auf der Suche nach dem Hauptdarsteller casteten wir fast 1000 Leute. Van Damme war nicht nur der beste Kampfsportler, er sah zudem gut aus, war charmant und hatte die Präsenz, die einen Superstar ausmacht. Was an der Geschichte ist wahr und was ist frei erfunden? Wenn man einen Film macht, muss man darauf achten, das Auge zu befriedigen. Ich gebe zu, hier haben wir einiges beschönigt. Aber die Atmosphäre dieses Wettkampfes und der Spirit der Kämpfer sind hundertprozentig echt. Nachdem ich mit Frank die erste Schnittfassung gesehen hatte, waren wir sehr unglücklich mit dem Ergebnis. Sie war absolut beschissen. Ich hätte nie gedacht, dass der Film so viel Einfluss ausüben würde. Ich dachte, meine Karriere wäre am Ende. Die nächste Fassung war wesentlich besser. Der Film wurde um 100% aufgewertet. Nachdem Frank und ich sie gesehen hatten, waren wir auf einmal völlig enthusiastisch. Nur deswegen wurde Jean-Claude, ein bis dahin absoluter Nobody, in die erste Riege der internationalen Filmstars katapultiert. Wer ist Jean-Claude? Ich sagte, Van Damme aus Mailand, wissen Sie noch? Zu lang her. Und ich, Van Damme! Dann gab er mir seine Karte und sagte, morgen in meinem Büro. Und der Deal war perfekt. Bloodsport. Gracias.
Wir fragten uns, wie es bei kugelsicherem Glas funktionieren könnte. Ich dachte, wenn ich die Kraft mit Hilfe einer Bewegungskette auf das Glas übertragen könnte, müsste es brechen. Ich entschloss mich, es zu versuchen. Es dreht sich um kinetische Verkettung, darum, dass man den Körper für den winzigen Bruchteil einer Sekunde perfekt ausrichtet. Irgendwer wollte immer damit prahlen, er hätte Frank Dukes ausgenockt, aber das passierte nie. Ich hatte einen Kerl namens Zane Frazier engagiert. Er tauchte auf dem Draka Martial Art Festival auf, als ich gerade dabei war, eine Autogrammstunde zu geben. Plötzlich fing er an rumzuschreien wie ein notgeiler Gorilla. Ich dachte nicht groß nach, ging sofort zu den Sicherheitsfuzzis und sagte, schaut euch diesen Irren an. Er ist mit 3-4 Muskelaffen hier. Ich glaube, die wollen mir an den Kragen. Plötzlich höre ich seine Stimme hinter mir, drehe mich um und er haut mir mit seinem Schlagring ganz übel eins auf die Nuss. Er hat mich volles Rohr erwischt. Die nächsten 4 Tage lang hämmerte es in meiner Dachkammer wie beim Hufschmied und das ist bei mir nicht normal. Meine Koordination war völlig im Arsch und ich nuschelte wie ein Greis. Ich ging also zu einem Arzt, der mich sofort weiterschickte zu einem Neurologen und der mich wiederum zu einem Neurochirurgen. Der steckte mich dann in die Kernspintomographie und meinte danach, wir müssen sofort operieren. Sie haben einen Monstertumor. Ich glaube, er war am Boden zerstört, als er von dem Tumor erfuhr und dachte, er müsse sterben. Es folgten weitere Komplikationen. Ich litt unter dem Austritt von Rückenmarksflüssigkeit, was sich später zu einer Rückenmarkmeningitis entwickelte. Nachdem ich eine Ewigkeit im Koma gelegen hatte, erholte ich mich davon, musste mich aber einer weiteren Hirnoperation unterziehen. Zu dem Zeitpunkt verließ mich meine schwangere Frau, trieb unser Baby ab und wollte mich nicht mehr sehen. Mein ganzes Leben ging den Bach runter. Man sitzt einfach nur da und heult. Und man fragt sich, wie man diesem Mann helfen kann, durch diesen ganzen Kummer, diesen Schmerz, diese schwere Zeit. Er konnte eine Körperhälfte kaum noch bewegen. Ich glaube, er trug damals sogar eine Augenklappe. Die Reha und der Wiederaufbau seines Körpers nahmen sehr viel Zeit in Anspruch. Er war nicht mehr Frank Dukes, obwohl er Frank Dukes war. Sein Gedächtnis hat unter dem Tumor schwer gelitten. Ab und zu kam es vor, dass mich jemand heftig anmachte, weil er sich von mir übergangen fühlte. Leute, die ich seit 2-3 Jahren kannte. Aber ich konnte mich einfach nicht an sie erinnern. Sowas ist verdammt peinlich und verwirrend. Es war eine sehr unangenehme Lebensphase. Dadurch wurde mir plötzlich klar, wie verletzbar ich in Wirklichkeit war. Er musste die Leitung seiner Martial Arts Dojos jemand anderem übertragen. Er war in sehr schlechter Verfassung. Man kann mich umhauen, doch ich stehe wieder auf, immer und immer wieder. Genauso war es auch nach meinem Hirntumor. Man sagte mir, ich würde nie wieder derselbe sein, nie wieder arbeiten, nie wieder kämpfen können. Aber ich hab's diesen Schwätzern gezeigt. Jemand scheffelt Kohle und verliert alles wieder. Dann bricht er zusammen und jammert, oh, ich armes Würstchen, und gibt sich am Ende die Kugel. Falsch. Stattdessen muss man sich selbst in den Arsch treten und in die Spur zurückbringen. Ich habe diese Lektion gelernt, denn ich sage mir, betrachte dein Versagen als einen Segen. Denn mit jedem Versagen stellst du deinen Charakter. Nur dann kannst du Persönlichkeit entwickeln und herausfinden, wer du wirklich bist.
Jean-Claude Van Damme, The Muscles from Brussels, nutzte seine Fähigkeiten als Balletttänzer und Kampfsportler, um eine lukrative Karriere in Hollywood aufzubauen. Seinen härtesten Kampf hat er gegen die Martial Arts Legende Frank Dux, allerdings ohne Ninja Kicks, denn dieser Showdown fand im Gerichtssaal statt. Dux bezeichnet Van Damme als Lügner und verklagt ihn auf $900.000. Sein Ex-Kumpel habe ihn um seinen Anteil am Gewinn aus einem gemeinsamen Filmprojekt von 1991 betrogen. Immer wenn seine Karriere stockte, kam er angeschissen. Ich sagte, wir werden einen tollen Film zusammen machen. Ja, er wird toll. Ich fühlte wirklich mit ihm und er sagte, ich stehe dir zur Seite. Er flehte mich an, wieder mit ihm zu arbeiten und versprach mir das Blaue vom Himmel. Wir verfassen ein wunderbares Skript. Als es darum ging, die Verträge zu machen, meinte Jean-Claude plötzlich, er hätte zu viele andere Projekte und im Moment keine Zeit. Aber eines Tages würde er darauf zurückkommen. Versprochen, versprochen. Zum ersten Mal führte Van Damme bei einem Film, den er geschrieben hatte, selbst Regie. Titel The Quest, die Herausforderung. Der arbeitslose Frank Dux, der sich von einer Hirnoperation erholte, hörte Gerüchte, es handle sich bei The Quest um eine Neufassung ihres gemeinsamen Committee-Projektes. Als mir zu Ohren kam, dass diese Leute mit allen Mitteln zu verhindern suchten, Frank an dem Projekt zu beteiligen, da tat es mir sehr, sehr leid für ihn. Er hat es nicht verdient, wie ein Stück Dreck behandelt zu werden, das man in den Mülleimer schmeißt. Sein Skript trug den Titel Enter the New Dragon, aber diese Kerle behaupteten, The Quest sei völlig anders. Aber im Prinzip war es das Gleiche, Bloodsport in den 20ern. Aber dann hatte Dux Glück. Ein Freund erfuhr, dass die Writers Guild über die Credits von The Quest entschied. Dux legte ihnen sein und Van Dammes altes Committee-Projekt zum Vergleich vor. Überraschenderweise wurden sowohl Frank Dux als auch Van Damme als Autoren benannt. Dieser Credit war genau die Munition, die Frank gegen seinen ehemaligen Freund brauchte. Es ging mir nie ums Geld, sondern darum, ihn zur Rechenschaft zu ziehen für das, was er tat. Denn das machte zu der Zeit niemand in Hollywood. Schließlich suchte er meinen Freund Frank Mattioli auf. Frank sollte mich dazu bringen, ihn zurückzurufen. In Hollywood bezeichnen Points den Anteil am Gewinn eines Films. Mr. Van Damme sagt, es gäbe Points für dieses Projekt? Ja. Points für wen? Für Frank Dux. Dux hat einen frühen Sieg errungen. Nun muss Van Damme seinem Freund widersprechen oder lügen. Aber Van Damme weicht aus. Sagten Sie zu Mr. Mattioli, dass Mr. Dux einen Anteil an diesem Film hätte? Ja oder nein? Was heißt ein Anteil? Ich sagte zu Mattioli, wenn Frank ein Drehbuch mit mir verfasst und sein Name erwähnt wird, wird er insofern einen Anteil daran haben, als dass er im Falle meines Erfolgs mit weiteren Jobs im Filmgeschäft rechnen kann. Van Damme schwört, nie von prozentualen Anteilen gesprochen zu haben. Er legte die Hände aufs Herz und sagte, Frank, du bist mein Bruder und ich liebe dich. Ich meine ein Geschäft, das dir für den Rest deines Lebens finanzielle Sicherheit garantiert. Die Leute raffen nicht, dass Jean-Claude mich verletzt und enttäuscht hat. Aber tief drinnen trage ich die Erinnerung an den Jungen, der nach Amerika kam und dreimal die Woche Unterricht bei mir nahm. Das ist der Typ, den ich immer noch liebe. Während des Drehs betonte Jean-Claude immer wieder, er sei nicht der Produzent und könne Frank nicht bezahlen. Auf dem Filmplakat steht der Name Eugene von Warenberg. Franks Anwalt fragte mich, wer das sei. Nun, es ist Jean-Claudes Vater. Allein das hätte die Jury überzeugen müssen. Frank hätte gewinnen müssen. Aber er hatte lange Zeit mit dieser üblen Verletzung im Krankenhaus gelegen. Und jetzt wirkte er wie ein armer Trottel, der von einem Hollywood-Star und seinen Verbündeten über den Tisch gezogen wurde. Eigentlich hätte er sich keine Sorgen machen müssen. Er hatte den Prozess in der Hand, bis er sein Maul aufmachte. Er hielt sich das Diktiergerät vor den Mund und wiederholte unsere Abmachung. Zum ersten Mal scheint Dux vernichtende Beweise gegen Van Damme vorbringen zu können. Zudem behauptet er, schriftliches Material über den Deal zu besitzen. Ich sah mir die Notizen an und nahm den Steno-Block mit nach Hause. Und haben Sie ihn irgendwann in Ihren Safe gelegt? Ja, Sir. Was passierte im Januar 1994 in Northridge, Kalifornien? Es gab ein Erdbeben.
Was geschah mit Ihrer Wohnung? Meine Wohnung wurde zerstört. Ich fuhr an dem Gebäude vorbei und konnte das Tageslicht durchscheinen sehen. Das Haus war kaputt. Was ist mit den Kassetten, Ihren Arbeiten und Ihrem Notizblock geschehen? Es wurde alles bei dem Erdbeben vernichtet. Mir wurde gesagt, wir hätten 15 Minuten, um das Nötigste einzupacken und die Wohnung zu verlassen.